wenn da jemand Hilfe braucht, fährt man dahin und es gibt das gute Gefühl, anschließend irgendjemanden aus irgendeiner Notlage geholfen zu haben. Es gibt eine Vielzahl von Notsituationen, in die Menschen geraten können, in denen einfach fremde Hilfe erforderlich ist. Und da hilft die Freiwillige Feuerwehr. Wenn wir nicht kommen, dann kommt keiner. Und es ist halt einfach so, dass das enorm wichtig ist, dass wir dann parat sind und den Leuten auch helfen können, wenn die in der Not sind. Du hast halt alles. Du hast den Dachdecker dabei, du hast den, der im Büro sitzt und den ganzen Tag am Rechner arbeitet, aber auch Ingenieure, also aus allen Lebensbereichen, Leuten, die man kennenlernt. Wenn man zu einem Einsatz gerufen wird, ist man erstmal total aufgeregt. Man weiß nicht, was einen erwartet. Man geht schon mal die Situation durch. Welche Handgriffe muss ich machen? Und ja, versucht sich darauf vorzubereiten. Also je nach Einsatzstichwort ist der Blutdruck schon mal ein bisschen unterschiedlicher. Das ist ja alles so beübt, dass wir dann auch in extremen Situationen da wirklich abliefern können. Von daher hat man vielleicht keine Angst vor den Einsätzen, schon eine gewisse Art Respekt. Tatsächlich habe ich bislang keine Situation gehabt, in der ich gesagt hätte, das geht jetzt nicht. Dadurch, dass wir ganz viel Ausbildung, Dienste und Schulungen haben, wird man perfekt auf das vorbereitet, was einen im Einsatz erwarten kann. Jeder ist offen und bereit dafür, irgendjemandem hier zu zeigen, was gemacht werden soll, was gemacht werden muss, wenn er was wissen möchte oder hier was aufbauen möchte, dann machen wir das auch gerne. Wir schaffen es tatsächlich für jeden, auch seine Rolle hier zu finden. Und diese Angst, nicht angenommen zu werden, die ich jetzt zum Beispiel am Anfang hatte, gibt's nicht. Jeder hat seine Macken, klar, aber wir nehmen dich so, wie du bist und machen das Beste aus dir. Also es gibt hier keinen zu dick, keinen zu klein, keinen zu schwach. Du wirst in jeder Hinsicht gefördert. Deswegen gibt's eigentlich keinen Grund, nicht zu uns zu kommen. Die Leute können sich gar nicht vorstellen, dass eine Infrastruktur nur aufgrund von freiwilliger Basis aufrechterhalten wird. Unser Staat funktioniert eigentlich nur damit. Wir können nicht alles bezahlen, wir können nicht alles vergüten. Und das ist schon seit Ewigkeit Zeiten so und das ist auch eine gute Sache, dass es immer noch so gibt. Man denkt halt schon mal drüber nach, kann ich das machen? Bin ich als Frau geeignet, in der Feuerwehr mitzumachen? Aber das ist absolut kein Problem. Also wir machen genau dasselbe, was die Männer auch machen. Und wir unterstützen und helfen uns überall. Und das fragt keiner, warum muss ich da hin? Sondern wir haben alle diesen gleichen Virus und wollen genau das machen. Wir wollen uns gegenseitig helfen und den Leuten natürlich helfen. Dieser Verantwortung ist sich, glaube ich, jeder bewusst. Und deshalb ist das schon was anderes, als jetzt im Fußballverein zu zocken. Die Feuerwehr ist, du machst es für alle. Wenn ich einen Briefmarken sammle, dann mache ich das Buch, das Briefmarkenalbum zu, wenn ich fertig bin. Bei der Feuerwehr habe ich aber meinen Melder und bin auf Abruf. Das heißt, ich bin 24 Stunden mit diesem Hobby verbunden. Wenn der Piepser nachts um 3 geht, dann geht er um 3. Und wenn er dann um 5 nochmal geht, dann fährt man halt nochmal raus. Das Lächeln des Kindes, dem man den Stoffhasen aus der Wohnung gerettet hat, das ist viel mehr wert als, meine ich, viel Geld, was man dafür kriegen würde. Das ist tatsächlich der Idealismus, der dahinter steht. Menschen helfen ist eine schöne Sache und da brauche ich kein Geld für. Ich investiere meine Zeit in die Freiwillige Feuerwehr, weil ich es für eine sinnvolle Organisation halte, weil es auch selber einem viel bringt, aber natürlich in erster Linie dafür, dass man ausgebildet wird, anderen Leuten aus Notlagen zu helfen. Vor allem im Einsatz, man kann mit jedem zusammenarbeiten, man kann sich auf jeden verlassen. Jeder ist für den anderen da, egal was los ist. Der eine zieht um, dann sind wir mit 10 Mann da. Der andere hat ein Familienereignis gehabt, dann fahren wir mit dem
irgendwo hin mit ein paar Leuten, versuchen den abzulenken. Das ist halt einfach dieser Zusammenhalt, der mich hier hält. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur in unseren Einheiten irgendwie eine tolle Zeit zusammen verbringen, sondern auch so einheitenübergreifend irgendwie immer gut zusammen harmonieren. Diese Truppe hier ist so gestrickt, dass jeder für sich das mal auch in Anspruch nimmt. Ich will was für mein Dorf tun, für meinen Ortsteil, aber auch für die gesamte Stadt. Und so viel Engagement mitbringen, dass wir tatsächlich die Kriterien so erfüllen, dass wir keine hauptamtlichen Kräfte brauchen. Das macht uns als Feuerwehr stark, darauf sind wir stolz. Und das ist was Besonderes in meinem Ruhrkreis.